Hallöchen, Montag, der 23. März 2020 und ihr seht eine neue Ausgabe hier, denn ja, ich kann nicht auf der Bühne stehen und das Warm-up machen irgendwo. Heute wäre ich, glaube bei Mario Barth wäre ich heute gewesen, aber ist ja nicht, ihr wisst es ja, und deswegen mache ich jetzt hier im Netz meinen täglichen Wahnsinn nur für euch. Ja, gestern, Mutti hat gesprochen, ihr wisst, nur noch rausgehen, wenn es unbedingt notwendig ist, zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt, zur Beerdigung, hoffentlich bitte nicht in der Reihenfolge. Wenn man aber trotzdem sich versucht, heimlich aus dem Haus rauszuschleichen, man sollte immer aufpassen und gutes Schuhwerk tragen, damit es euch nicht so geht. Also, Obacht, sage ich dazu nur, damit es euch nicht auch so geht. So, ich habe halt wieder was aus meiner Kiste rausgekramt, was ich jetzt hier aufgebaut habe. Und zwar, das hat mir mein Freund geschenkt. Das soll ich sein. Ja. Ihr seid bestimmt genauso sprachlos wie ich, deswegen war es jetzt auch immer in der Schublade. Aber ich dachte mir, das passt hier so gut auf den Tisch und für die Schublade ist es zu schade, deswegen hier. Steht das jetzt also. Vielen Dank auch nochmal, Jochen, dass du mir das damals geschenkt hast. Gestern war Sonntag und gestern hatte jemand Geburtstag, den ich sehr verehre. Hugo Egon Balder. Und hallo Hugo, herzlichen Glückwunsch nachträglich jetzt auch nochmal von mir natürlich. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und ganz viele Shows zusammen machen können. Der Hugo hat aber auch uns was hier geschickt, ein Ständchen. Und wenn ihr Hugo kennt, wisst ihr natürlich, dass ist was Außergewöhnliches und das ist es auch. Also ein Ständchen für euch, einfach so für zwischendurch von Hugo Egon Balder. Freunde Römer, Landsleute, mir ist langweilig. Ist euch auch langweilig? Nein, euch ist doch, euch ist auch langweilig. Wir sitzen alle zu Hause. Ich hoffe, ihr seid zu Hause. Und ich war ja früher Hofpianist bei Friedrich II. Ja, das wissen die wenigsten. Ist mir auch gerade erst wieder bewusst geworden. Ich habe ein Piano hier stehen. Guckt euch das an. Also was mache ich? Ich setze mich jetzt hin, spiele euch ein bisschen was vor. Es gab mal einen wunderbaren Mann, der hieß Georg Danzer, ein Österreicher, ein Wiener. Der hat wahnsinnig schöne Lieder geschrieben, ist leider sehr früh verstorben. Ich hatte das große Glück, ihn damals kennenzulernen. Und ich habe ein Lied von ihm gemacht. Er hat es gemacht im Wiener Dialekt. Ich habe es übernommen. Es war sehr schwierig, den Titel zu übersetzen, weil Wiener Dialekt ist halt manchmal nicht so einfach. Mein Freund Drexler, die alte Nase, herzlich willkommen, der hat es geschafft, einen wunderschönen Text zu schreiben. Ich trage euch das mal vor, es beschreibt ungefähr meine Situation, bevor ich in den Stand meiner fünften Ehe getreten bin. Da war ich nämlich alleine. Und wenn ein Mann alleine ist, das kann ganz schön furchtbar werden. Also, es geht wie folgt. Achtung! Hab keine Freundin, hab keine Frau, werd aus den Weibern einfach nicht schlau. Auf mich steht keine, ja Kruzifix. Was soll ich machen? Ich wix, sonst nix. Ich kriege keine in mein Bett. Es ist, als ob ich die Seuche hätte. Die Frau nahm einfach an mir keinen Spaß. Ich mach was falsch, doch ich weiß nicht was. Und will ich einmal auf eine Druff und geh in meinen Lieblingspuff, seh ich die Nutten ganz schnell verschwinden, weil sie mich einfach scheiße finden. Hab keine Freunde, hab keine Frau, werd aus den Weibern einfach nicht schlau. Auf mich steht keine, ja Kruzifix. Was soll ich machen? Ich wix, sonst nix. Und die Moral, wenn's eine gibt, ich gebe auf, weil keine mich liebt. Meine Devise, die strengt mich gar nicht an. Scheiß auf die Weiber, selbst ist der Mann. Prost und bleib zu Hause. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke Hugo. Ich werde jetzt auch gleich mal gucken, ob ich noch sowas finde und ob ich euch sowas demnächst auch mal vorsinge. Ich finde es großartig. Also, vielen Dank Hugo und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Bleibt gesund.